Die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt und das wirkt sich natürlich auch auf das Lernen aus. Damit herzlich willkommen zum nächsten Teil dieser Videoserie zu den instruktionspsychologischen Grundlagen zum Lernen mit Medien. Heute geht es nun darum, wie wir es schaffen können, Lernende nicht zu überfordern. Und eine Theorie, die uns dabei helfen kann, ist die Cognitive Load Theory. Die Cognitive Load Theory oder auch Theorie der kognitiven Belastung wurde erstmals von John Sweller 1988 in einem Artikel publiziert und detailliert beschrieben. Auch im Jahr 2020 gibt es eine Publikation natürlich von ihm über die Cognitive Load Theory. Die Theorie ist also nach wie vor ganz aktuell. Die Basis für die Theorie liegt nun auch in der Architektur des menschlichen Gedächtnissystems. Ganz zentral ist nun das Arbeitsgedächtnis und die bereits im Video 1 beschriebene begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Wollen wir nun lernen, ganz besonders neue Informationen lernen, dann müssen wir darauf achten, dass wir unsere Lernenden kognitiv nicht überfordern. Mehrere Typen der kognitiven Belastung werden in der Theorie unterschieden. Erstens der Intrinsic Load. Der Intrinsic Load ist die aufgabeninduzierte Beanspruchung. Das heißt, das ist also jener Load, der entsteht durch die Aufgabe, durch den Task, also durch den Lerninhalt an sich. Beispiele hierfür wären zum einen das Vokabellernen. Vokabellernen hätte einen eher geringeren Intrinsic Load. Warum? Weil es hier nur um wenige Elemente geht, die hintereinander, also seriell, bearbeitet werden können, also einzelne Wörter. Einen weitaus höheren Intrinsic Load hätte zum Beispiel die Aufgabe, einen Text zu lesen und dann auch zu verstehen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn man nur Vokabeln irgendwie lernen muss. Der zweite Typ der kognitiven Belastung ist der Extraneous Load. Das ist also die lernirrelevante Beanspruchung. Diese kann unter anderem auftreten, zum Beispiel durch die Gestaltung von Lernmaterialien. Und um genau das geht es ja auch in dieser Videoserie. Das heißt, in einem weiteren Video möchte ich dann auch zeigen, wie man zum Beispiel diesen Extraneous Load verringern kann, indem man eben Lernmaterialien entsprechend gestaltet. Das unterscheidet den Extraneous Load übrigens auch vom Intrinsic Load. Denn den Extraneous Load können wir als Lehrende ganz aktiv beeinflussen. Den Intrinsic Load können wir eigentlich nicht beeinflussen, außer natürlich, wir verändern die Aufgabenstellung, klar, oder wir versorgen unsere Lernenden mit Wissen, weil wenn sie mehr wissen, werden sie auch die Aufgabe entsprechend leichter lösen können. Der dritte Typ der kognitiven Belastung kam erst etwas später hinzu, das ist der sogenannte Germane Load, also die lernrelevante Beanspruchung. Das ist also das, was wir auch brauchen, damit Lernen immer noch stattfindet. Es geht also nicht darum, die kognitive Belastung komplett nach unten zu fahren, sondern wir müssen schauen, dass wir den Intrinsic Load entsprechend anpassen, nämlich an das Vorwissen unserer Lernenden, den Extraneous Load tatsächlich gering halten, also alles Lernirrelevante eigentlich aus dem Lernprozess ausschließen oder verringern zumindest, und dass wir den Germane Load, also die lernrelevante Beanspruchung, möglichst hochhalten. Das klingt jetzt natürlich einmal in der Theorie ziemlich gut. Wie das aber auch mit Theorien so ist, gibt es auch hier Veränderungen. So finden wir in der schon genannten Publikation von John Sweller aus dem Jahr 2020 zum Beispiel den Germane Load nicht mehr als eigenen Typ der kognitiven Belastung. Der Germane Load wird jetzt als etwas anderes angesehen, nämlich er ist dafür zuständig, wenn wir den Extraneous Load verringern, Ressourcen für den Intrinsic Load freizumachen. Die Frage ist, was heißt das nun für die Praxis? Ein Beispiel: Problem-Based Learning, also das Lernen durch Problemlösen. Was denken Sie? Wie können wir nun die Cognitive Load Theory nutzen, um Lernenden zu helfen, Probleme zu lösen? Ich werde dann im nächsten Video kurz dazu wieder Stellung nehmen. Bis dann!